Hallo Lieben, endlich ist mein Paket aus der Ausverkaufsbestellung angekommen von Stampin' Up. Ich hatte euch ja letztes Mal versprochen, dass ich euch das zeigen werde. Ich habe mir ja ein bisschen was gegönnt, da ich ja zum Geburtstag Geld bekommen habe. Und das ja habe ich wie üblich in Bastelmaterial investiert. Zum einen habe ich hier diese kleinen Zierdeckchen bestellt in Herzform. Die kommen in zwei verschiedenen Farben, sind aber auf der Rückseite weiß. Das heißt, ihr könnt die dann in jeder Farbe einfärben, die ihr ja haben möchtet. Dadurch sind die natürlich sehr vielseitig einsetzbar. Das sind jetzt 40 Stück drin, also je 20 in jeder Farbe. Und die kosten jetzt in der Ausverkaufsecke nur noch 2,70 Euro. Finde ich super. Dann habe ich mir sogar zweimal dieses Geschenkband mitgenommen in Celadon, weil da habe ich Papier und auch Cardstock in der Farbe und auch das Stempelkissen mir geholt, weil ich die Farbe wirklich wunderschön finde. Und die geht jetzt leider aus dem Sortiment, weil es eine Incolor-Farbe war. Und das Band kostet jetzt pro Packung 5,55 Euro. Und das sind 9 Meter jeweils drauf. Dann habe ich hier diese Geschenkverpackungen in Sargform. Da sind 12 Stück drinnen. Die kosten 3,40 Euro. Und ich habe es hier schon mal ein bisschen vorbereitet. Also das ist quasi schon komplett alles vorgefalzt und vorgeschnitten. Ihr müsst dann hier wirklich nur noch auf die Klebelaschen Klebstoff auftragen. Und den Deckel habe ich schon zusammengeklebt, damit ich es euch zeigen kann, wie es fertig aussieht. Und dann habt ihr rucki-zucki so eine coole Sargverpackung für Halloween. Könnt es dann hier noch ein bisschen verzieren und ja, seid dann schon fertig. Dann habe ich mir dieses Stempelset geholt. Ich zeige es euch mal ein bisschen näher. Da sind eben sehr schöne Blumenstempel dabei und auch tolle Sprüche. Und das kostet jetzt im Ausverkauf 11,20 Euro. Ist natürlich ein super Preis. Also viele Sachen sind mehr als 50% reduziert. Das hier sind die passenden Standschablonen. Die kosten 18 Euro. Sind aber ganz viele dabei. Die habe ich mir geholt wegen diesen schönen Rahmen. Also da kann man natürlich auch wahnsinnig viel mitmachen. Und hier kann man dann eben teilweise die Blumen und die ja, Blätter ausstanzen, die hier in dem Set mit dabei drin sind. Dann habe ich mir das hier geholt. Das geht leider auch aus dem Sortiment und war bei mir unglaublich lange auf der Wunschliste. Und da es jetzt reduziert war, habe ich es mir jetzt gegönnt. Und zwar kostet das Stempelset 15,40 Euro und die passenden Standschablonen 32,40 Euro. Da ist aber die Besonderheit, dass ihr die entweder eben so ausstanzen könnt, als ja, eben mit diesen Aussparungen, oder ihr könnt dieses Stempelset komplett stempeln. Das heißt, wenn ihr das hier so drin lasst in dem Stempelgummi, könnt ihr das so abstempeln und mit der passenden Stanze dann komplett ausstanzen und habt dann halt ganz viele Schmetterlinge auf einmal. Ihr könnt es aber auch hier zum Beispiel rauslösen und beziehungsweise auseinanderschneiden. Also wenn ihr hier entlang schneidet, dann könnt ihr die eben auch einzeln benutzen. Es gibt auch ja, Bastlerinnen, die haben sich sogar die Stanzformen dann auseinandergeschnitten mit so einer Zange, damit sie die eben auch einzeln nutzen können. Aber dieses Stempelset, das hatte ich bereits. Das ist jetzt im Ausverkauf für 12,80 Euro zu haben, also auch sehr stark reduziert. Und da jetzt die Stanzformen dazu auch reduziert waren auf 15,60 Euro, habe ich mir die dann noch gegönnt. Und der Vorteil ist eben, dass man hier
die Kontur stempeln kann und dann gleich quasi das füllen kann, also quasi kolorieren kann. Ja, und da ich da ja nicht so gut drin bin, ja, habe ich solche Stempel immer ganz gerne. Dann ist es nämlich schnell gemacht und sieht auch noch super aus. So, dann habe ich mir noch dieses Papier gegönnt. Das ist jetzt schon zugeschnitten, so etwa auf ja, Kartenauflegegröße. Das ist 10,2 x 15,2 cm. Hat dann Goldfolierung mit dabei drauf und kostet nur noch 7,20 Euro. Ist auch beidseitig bedruckt, wie üblich. Und also die eine Seite ist ja disfoliert, die andere nicht. Sind aber sehr schöne Muster dabei, auch tolle Hintergründe. Ja, und deswegen durfte das jetzt für den Megapreis natürlich noch mit. Ich zeige es euch nochmal hier im Schnellverfahren. Alle, die über meinen Online-Shop bestellt haben oder noch bestellen, bis zum 30.04. bekommen, wenn sie den Gastgebercode verwenden, den habe ich in der Infobox aufgeschrieben, bekommen die von diesem Papier zum Beispiel was zugeschickt und noch ein paar andere schöne Sachen eben als kleines Dankeschön. Und dann ist auch noch dieses tolle Papier reduziert, das habe ich ja schon euch mal gezeigt in einem Haul, das kostet jetzt nur noch 5,60 Euro, war ursprünglich mal 14 Euro, da habe ich schon ein bisschen was mit gestaltet und ja, es sind eben sehr außergewöhnliche Hintergründe und die Rückseite ist eben immer so ein bisschen, ja, so ja, marmoriert, so würde ich es jetzt mal nennen. Also auch ganz, ganz wunderschön. Ich habe überlegt, ob ich es mir nochmal bestellen soll, aber es ist jedes Blatt viermal drin und ja, ich habe ja genug Papier, deswegen habe ich mich zurückgehalten. Ich wollte es euch nur zeigen, weil ich es eben schon da habe. Dann möchte ich mich noch ganz recht herzlich bedanken. Und zwar haben mich Osterkarten und Geburtstagskarten erreicht und auch ein kleines Geschenk. Das hier ist von meiner lieben Stempelmama, der Birgit von Stempelbund. Die hat mir diese süßen Servietten geschenkt. Und die hat sie auch ganz schön hier verpackt. Das war zu Ostern. Dann habe ich hier noch eine schöne Osterkarte aus dem Team Stempelbund. Und dann noch ein paar Geburtstagskarten. Also vielen, vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr an mich gedacht habt, obwohl ich erst so kurz dabei bin. Das hier ist somit zum Steckverschluss auch ganz witzig gemacht. Und das hier war das Geburtstagsgeschenk von der lieben Birgit. Also auch ganz niedlich gemacht, hier so schön verpackt. Und dann gab es sehr viele nützliche Dinge. Einmal die Dimensionals, also diese Schaumklebekissen, da kann man natürlich nie genug haben. Dann diese wunderschönen Akzente in Milchglasoptik, finde ich auch total klasse. Und dann noch, das war hier versteckt, ein Klebeband. Ja, also vielen, vielen Dank. Ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut. Und ja, dann gucken wir mal, dass wir noch ein bisschen was basteln. Ich habe mir den Konturenstempel und einen kleinen Spruch jetzt schon mal hier in meine Stempelhilfe reingemacht. Und dann habe ich mir ein Stück von dem weißen Farbkarton, dem normalen, hier reingelegt. Aus dem Extraschargen mache ich mir dann, beziehungsweise habe ich mir schon die Kartenbasis gemacht und aus diesem besonderen Designerpapier, das ich euch eben gezeigt habe, habe ich mir einen Hintergrund ausgesucht und mit einem kleinen Rand zugeschnitten. Ich nehme eine meiner absoluten Lieblingsfarben, nämlich das Schiefergrau. Das habe ich schon sehr, sehr lange, deswegen ist es auch noch die alte Verpackung. Das war mein allererstes Stempelkissen von Stampin' Up. Dann färbe ich das hier jetzt ein. Da es ein sehr großer Stempel ist, wollte ich den jetzt nicht mit dem
Acrylblock stempeln, zumal der Stempel ja auch noch neu ist und den dann vielleicht am Anfang noch ein bisschen einstempeln muss. Ich habe den wie immer mit den Fingern so ein bisschen bearbeitet, sodass eventuelle Rückstände dann entfernt sind, die von der Produktion vielleicht noch drauf sind. Aber es hat jetzt eigentlich sehr schön gestempelt. Ja, weil die nicht gestempelt sind, hier die Konturen, die sollen so sein. Gut, und dann schauen wir mal. Ich habe mir das gerade schon ein bisschen angeschaut, wie ich es stempeln möchte. Also im Prinzip hat er ja jetzt, glaube ich, keine Richtung, weil das ja nicht hundertprozentig passend ist. Also es wird quasi ein bisschen überlappend, so ein bisschen Aquarelltechnikmäßig quasi hier aufgestempelt. Ich habe mir jetzt aber so angezeichnet, wie ich es ungefähr haben möchte, und habe mir hier oben einfach mit dem wasserfesten Stift einen Punkt hingemacht, damit ich das nicht jedes Mal neu überlegen muss. Ich hoffe jetzt, dass es mir so gefällt, denn ich muss zu meiner Stande gestehen, dass ich es zwar schon eine Weile zu Hause habe, das Stempelset, aber noch nie benutzt. Aber nachdem ich jetzt ja auch die passenden Stanzen dazu habe, denke ich mal, werde ich es ja, des Öfteren benutzen. So. Jetzt färbe ich mir hier den Stempel ein. Das ist so ein Distinctive-Stempel, ja, der eben so ein bisschen mit Kontur quasi abgestempelt wird. Ja, und das ist mein erster Versuch. Ich hoffe, dass mir das dann so gefällt, wie ich es mir jetzt ausbaldowert habe. Okay, ich glaube, die eine Stelle habe ich nicht erwischt. Naja, jetzt gucken wir mal. Ich kann es ja vielleicht anlegen. Ich hoffe, dass mein Kopf jetzt nicht allzu sehr im Bild ist. Irgendwie habe ich die eine Stelle wohl nicht so gut erwischt. Jetzt. Gut. Ja, doch, ich glaube, so kann man es lassen. Und dann müssen wir jetzt ja noch die Blätter stempeln. Vielleicht ist es auch ein Ticken zu dunkel. Das ist gut saftig. So. Dann wollte ich die Sinsmakronen noch nehmen für die für die Blätter hier. Das kommt dann hier hin. Ich hoffe, das reicht mir hier auf dem Block. Doch. Mal den hier so ein bisschen schräg drauf machen, sonst müsste ich mir so einen größeren Block suchen. Das ist ein bisschen knapp. Aber es geht. Ich denke, es wird funktionieren. So, dann färben wir uns den auch ein. So, und dann können wir uns den hier auch wieder anlegen. Ich orientiere mich jetzt vor allem hier an dem Stängel von der Blüte. Das Gute ist bei den klaren Stämmen kann man ja einfach durchgucken und dann ja, kann man sich daran orientieren. Ich hoffe, dass es jetzt einigermaßen passt. Ja, wie gesagt, dieser aquarellige Look ist ja gewünscht. Dann stanze ich mir das Ganze jetzt noch aus, zusammen mit dem Spruch. Und zwar ist da eben diese Standschablone dann drinnen und diese für diesen niedlichen Anhänger. Das wollte ich jetzt hier verwenden. Für das für dich, ich glaube, ach so, ja, die Magnete ziehen das hier an. Ich stand es mal kurz aus und melde mich dann gleich wieder. So, dann gucken wir uns mal das Ergebnis an. Ich habe es hier festgeklebt, damit es nicht verrutscht. Ja. Das Blatt ist ein bisschen weit oben, aber ich finde es jetzt nicht schlimm. So, dann haben wir hier den Hintergrund.
Und dann können wir uns das hier so aufkleben. Und das hier wollte ich jetzt gern festbinden. Da habe ich hier so ein silbernes Garn. Das passt jetzt, finde ich, hier ganz gut dazu. Und dann muss ich mal gucken. Ich denke, dass ich es erhöht aufkleben werde, damit es einfach ein bisschen sich noch besser abhebt. Und das hier werde ich hier irgendwie festbinden. Zumindest ist das der Plan. So sieht die fertige Karte dann aus. Ich habe hier einfach jetzt ein Schleifchen dran gemacht. Und ja, ich finde, die Karte ist ganz süß geworden. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen da. Und ich habe vorhin extra geschaut, die Sachen, die ich euch gezeigt habe, jetzt auch aus meiner Bestellung, die waren alle noch lieferbar. Also wie gesagt, alle super reduziert. Also könnt ihr wirklich tolle Schnäppchen machen. Und wenn ihr bis zum 30.04. mit meinem Gastgeberinnencode bestellt, dann, wie gesagt, gibt es von mir noch ein kleines Geschenk dazu. Alle weiteren Informationen findet ihr in der Infobox. Und dann hoffentlich bis bald, ihr Lieben. Tschüss!